So, Brunnen ist errichtet. So, die Baracke ist fertig. Da sollen keine Münzen hin, genauso wie hier. So, dieser Holzfäller findet auch nichts mehr. Alles klar, damit bist du außer Dienst gestellt. Und wir stellen hier einen weiteren Bauernhof hin. Und hier dann wieder Mühle. Bäckerei. Und ich würde dir sagen, wir bauen jetzt einfach mal keinen Brunnen. Kann man hier einzelne Leute rausschmeißen? Ah, Moment. Das war jetzt schlecht. Aber warte mal. Stell mal kurz die Goldzufuhr aus. Nein, das wollte ich nicht. Schuldig, das wollte ich. Sagen hier wieder alle raus. Hallo? Alle raus? Habt ihr Bock? Ach, ich musste erst aus dem Menü rausgehen, damit das greift. Alles klar. So, jetzt müssen wir mal schauen. Starke Soldaten bevorzugen. Nein, schwache. Erstmal schwache bevorzugen. Ich hoffe, das ist die Option, die wir brauchen. So, wenn das klappt, müssten jetzt hier nur schwächere Soldaten und keine Generäle rauskommen. Ja. Sehr schön, da kommen nur schwach raus. Was ist das denn hier für ein Gepolter? Hat das Katapult etwa geschossen? Nee, ne? So, unsere Erkundung hat ergeben, wir sind noch lange nicht in Reichweite des Feindes. Okay, ist wenigstens schon mal gut zu wissen. So, da sind auch keine Münzen hin. Ja, jetzt schickt er doch die Starken vor. Wartet mal, da muss ich noch mal eben schauen, wie das hier bei den Einstellungen funktioniert. Fehlt da leider so ein bisschen die Hilfe. So, ich mach mal... Wir machen das mal so. Ich hole noch mal eben alles zurück. Haben wir überhaupt noch Soldaten? Oh, Leute, wir haben, glaube ich, gar keine Soldaten mehr. Nein! Tatsache, ach du Schreck. So, dann hörst du mal wieder auf zu produzieren. Okay, wir haben immer noch keinen Arbeiter. Obwohl die Schlosserei produziert, das finde ich ja immer gar nicht so geil. So, dann versuchen wir es nochmal. In der Hoffnung, dass jetzt wirklich nur die schwächeren Soldaten nachrücken. Was zumindest so aussieht. Hups, hier sollen keine Münzen hin. Da genauso wenig. Da auch nicht. Und da auch nicht. Und da genauso wenig. Ach Mist, Shitter, jetzt habe ich hier schon einen Offizier drin. Weil ich da gepennt habe, super. Na, leider wieder ein paar Münzen verschenkt. Ich glaube, der schickt jetzt hier nur Generäle rein, mangels Alternativen. Wobei, der schickt die noch nicht mehr dahin. Ja, ich komme einfach mit der Soldatenproduktion nicht hinterher. Man muss dem Kind ja mal einen Namen geben. Weil ich mit der Nahrungsmittelproduktion nicht hinterherkomme. Da schließt sich schon der Kreis relativ schnell. Denn es hängt einfach alles damit zusammen. Man muss einfach mal sagen, wie es ist. Dem Kind mal einen Namen geben, weil sonst bringt es ja nichts. Immer noch ohne Arbeiter. Moment, du hast keine Steine mehr. Ja, dann weg mit dir. So, drei Bäcker brauchen wir. Super. Und wir haben nicht einen einzigen.
Oh Mann, oh Mann. Ich hab mal wieder. Da werden wieder Erinnerungen wach bei mir, dass ich nämlich viel zu wenig mich um die Nahrungsmittelproduktion gesorgt habe. Und viel zu viel um alles andere gefühlt. So, dann kommt da ein Gehöft hin, hier kommt eins hin. Und hier erweitern wir unsere Grenze und da kommt ein Holzfäller hin. Na, ja, wobei, im Moment, die Fahne war dumm, die war besser. Ja, komm, wir gehen mal hier oben lang. Kommt hier nämlich auch wieder eine Mühle. Aber bei... Wartet mal. So, hier haben wir eine. Das heißt, hier kommt eine Mühle hin. Hier kommt eine Bakery hin. Werdet ihr direkt da versorgt. Du kriegst dein Wasser direkt von hier hinten. Läuft doch. Immer noch nirgendwo ein Bäcker. Warte mal ganz kurz. Wir produzieren aber schon, ne? Ja, stimmt. Der läuft bei 80%. Und weil die Eisenschmelzen an sich zumindest grundsätzlich laufen, dürfte der ja schon das ein oder andere Nudelholz produziert haben. Wir haben wieder so einen ellenlangen Rückstau, verdammt. Vielleicht kommt es auch deswegen nicht vorwärts. Mein Gott. Ist das nervig, ihr Lieben. So, und auch hier wird weiter expandiert. So. Wir könnten hier nochmal eben ein Jagdhaus für mehr Mampf und hier mal eben eine Fischerhütte für mehr Mampf. Echt einfach zu viele Bergwerke und zu wenig Nahrung. Das ist echt... Ach, Moment, ein Holzfäller hat keine Rohstoffe mehr. Alles klar, dann weg mit dir. Und wir brauchen noch eine Sense. Oder diverse Sensen. Der Schlosser jetzt mal endlich hier sein Gerät fertig produziert. Na, ich hoffe es. Und das Lagerhaus, das hat leider echt einen miesen Weg, muss man sagen. Machen wir so eine kleine Umgehungsstraße. In der Hoffnung, dass das was bringt. Weil wir kriegen diese Fahne hier nicht entlastet. Deswegen, klar, dann liegen auch Schwerter rum, was nicht sonderlich geil ist. Okay, der Weg bringt leider gar nichts. Schade. Na, es wird was bringen, wisst ihr was? Wir machen mal die Bäckerei hier hin. Reißen die dafür ab. Machen diese Straße weg und machen hier noch... Nein, was soll denn das? Ach, jetzt muss erst hier der Schotter da weg. Ja gut, dann walte deines Amtes und buddel den Weg wieder frei. Dankeschön. So. Das dürfte jetzt auf jeden Fall helfen. Jawohl, sehr schön. Es hilft.
So, Moment. Mal eben schnell die Grenzen abgesteckt, um zu schauen, dass wir auch nirgendwo Gold hinliefern. Auch nicht hier hinten in den Osten. Oh, hier sind einige Vorkommen. Aber wir haben jetzt immerhin einen Bäcker weniger ohne Werkzeug. So, wir brauchen mal eben kurz eine Inventur. Naja, wir kommen da mit dem Mampf immer noch lange nicht hinterher. Klar, bei so vielen Bergwerken ist das ja auch kein Wunder, muss man ja auch sagen. So, du findest auch nichts mehr. Gut, dann war es das auch mit dir. So, der Fischer ist fertig. Du warst auch fertig und hab keinen Job, also keinen Arbeiter, besser gesagt. Super, wir kriegen die Nachrichten. Wir kriegen nur noch Nachrichten, dass Leute hier. Dass wir Produktionsstätten ohne Arbeiter haben. Aber immerhin haben wir auch mal eine neue Nachricht, nämlich dass die Mühle fertig ist. Whey! Warum wird das Wasser hier weggebracht und nicht da direkt rein? Das verstehe ich nicht. Aber gut, scheinbar muss man hier ja nicht alles verstehen. Ja, Leute, es steht und fällt mal. Also, es wird mir mal wieder bewusst, wie sehr das alles steht und fällt mit der Produktion von Nahrungsmitteln. Und das ist halt doof, dass wir hier keine Schweinezucht noch haben. Die können wir in diesem Szenario leider noch nicht bauen. Ich weiß nicht warum. Also ist jetzt kein Muss, ne? Aber wäre halt schon geil. Schauen wir wieder alles weg. So, wir brauchen noch tatsächlich ein paar Nudelhölzer. Apropos, mir fällt gerade ein. Na. Vielleicht müssen wir doch gucken, dass wir hier in Frontnähe mal ein paar Baracken bauen. Oh, ich sehe gerade, wir kriegen die hier zum Beispiel gar nicht mehr besetzt. Deswegen würde ich sagen, okay, das Projekt Ausbildung muss jetzt erstmal warten. Denn wir müssen schauen, dass wir hier an die Front ein paar Einheiten kriegen. Ja, komm, dann mache ich jetzt auch mal eine Fischerhütte hin. Für mehr Mampf. Waren wir nicht hier an einem Gewässer? Genau, dann können wir doch hier hinten auch nochmal eine Fischerhütte. Hier machen wir noch ein Jagdhaus hin. Läuft das so? Hier könnte man dann noch einen Bauernhof machen. Ja, wobei. Ja, doch, komm, wir brauchen ja die Nahrung letzten Endes. Moment, noch einmal so. Dann wir machen den Weg hier unten lang. So, da rücken gerade einige Soldaten nach hier hin. Sehr schön. Dann haben wir da oben wieder ein bisschen Personal und wir können auch mal die Baracken hier besetzen. Sehr schön, und da ist der Feind. Und hier eine Festung hin. Und wir machen hier mal direkt Katapult. Und ja, ich mache jetzt das, was ich eigentlich nicht machen soll, nämlich das weitere Ausbilden an der Front. Oh, guck an, hier haben wir noch ein paar Steinchen. Das finde ich doch mal sehr nice. So, und hier oben machen wir dann noch ein Jagdhaus hin.